neuen Video. Und zwar haben wir heute LOL Surprise Official Party, das Game. Denn es gibt ein Riesen-Event. Es ist nämlich LOL Day, also der 7.7. Wenn man das umdreht, ist es LOL. Ich merke gerade, dass ich mit meinem Finger in der Luft nicht schreiben kann. Dieses Video ist gesponsert von LOL Surprise. Also vielen, vielen lieben Dank an die. Ich habe auch schon ein, zwei Videos gedreht. Falls ihr die nicht gesehen habt und euch das Spiel interessiert, dann guckt gerne beim i vorbei. Da sind die verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Gucken wir uns an, was es alles Neues gibt. Okay, ich bin super excited. Es gibt ein neues Rennspiel. Das habe ich letztes Mal in meiner Insta-Story schon angeteasert. Es gibt eine Obby. Es gibt super viel zu entdecken. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal um. Wir sind hier in unserem Wohnzimmer. Das kennen wir alles schon. Aber draußen. Draußen gibt es ein niegelnagelneues Zelt. Und zwar da hinten sehe ich es schon im Hintergrund. Hier sind unsere Bekannten bei der Dance Machine. Nene, how are you doing? Wie geht's dir? Wir kennen uns schon. Hier ist nämlich das Zelt schon. Das ist jetzt offen ab dem 7. Juli, nämlich am LOL Day. Und dann gucken wir mal rein und schauen, was ist hier drin. Oh mein Gott, hier sind ein Haufen neues Puppen. Wir gucken jetzt erstmal, was hier drin sich befindet. Celebration Clothes. Also Klamotten, in denen wir den Tag feiern können. Ich würde die gerne anziehen. Ich würde sie gerne anziehen. Oh, es gibt verschiedene. Ich will das Kleid. Ich will das Kleid. Ich will das Kleid. Ich will das Kleid. Oh, das sieht fancy aus. Ich mag's. Okay. Wen haben wir hier? Wir haben hier Fancy, wir haben Fresh, wir haben Cherry. Huch, wir haben Hoop, Hoops Cutie. Oh mein Gott, da sind auch noch große. Cherry Bibi, Freshest und Fancy. Damn. Fancy Schmerzi. Oder beziehungsweise nicht, aber sie heißt schon Fancy. Ich glaube, die hinteren kennen wir noch gar nicht. Das sind die neuen LOL Surprise Twins. Die sehen voll cool aus. Das ist... ich werde hier hochgeschmissen. Oh, die sehen so cool aus. Ich muss sagen, mein absoluter Favorit ist sie hier. Einfach wegen der pinken Haare. Die sehen amazing aus. Ich meine, hallo. Ich sag's euch, im nächsten Video sitze ich hier und habe auch pinke Haare. So sehr bin ich hyped davon. Die sehen voll hübsch aus. Ich muss sagen, Coops Cutie, da fühle ich die Hose. Ich mag diese Print-Sachen aus. Das sieht sick aus. Wen haben wir noch? Hier. Oh, die Haare sind auch cool. Oh, das ganze Outfit ist cool. Okay, das fühle ich auch. Und eher klassisch, das Fancy Girl. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Alles klar, wir sind hier natürlich auf einer Tanzparty, deswegen tanzen wir selbstverständlich mit den ganzen anderen Girls. Wenn ihr den Code /dancedancedance in dem Chat eingebt, dann könnt ihr selber auch dazu tanzen, falls ihr selber eine kleine Tanzparty im Zelt machen möchtet. By the way, kurzer Fun Fact zu meinem Outfit, was wir hier gerade aus dem Sonder-Item-Case bekommen haben. Das ist inspiriert von der neuen Geschenkpuppe. Wie gesagt, das ist nur für eine limitierte Zeit hier. Wie gesagt, das Zelt ist auch nur für eine limitierte Zeit. Wenn ihr an einem Tag davor geguckt hättet, wäre das auch noch zu gewesen. Aber ab heute ist es offen und ihr könnt euch das Item abholen, was ich auf jeden Fall machen würde, weil es sieht sehr, sehr cool aus. Alles klar, ich würde sagen, weil wir schon hier draußen sind, gucken wir mal hier hinten durch das Portal, denn hier kommen wir zu der neuen Obby und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal ausschauen. Ich bin ein kleiner Lobby-Loser, also ich bin furchtbar schlecht in Obbys. Ich weiß gar nicht, warum. Oh, das sieht fancy aus, okay. Let's try. Hüpfen hier mal lang. Das sieht fair. Oh, warte, wir sammeln die Münzen. Wir können 10 verschiedene Level hier spielen und Münzen natürlich sammeln. Und mit den Münzen können wir coole LOL Surprise Official Party Items kaufen, wie zum Beispiel Getränke oder mehr Outfits. Und die schnappen wir uns noch. Wir sind hier gar nicht gut am Run. Also es ist deutlich schlechter als wahrscheinlich jeder andere, der hier mitspielt. Die Scores werden nach Zeit gemacht. Das heißt, wenn ihr gut seid... Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich gerade verrannt. Ich habe mich nicht verrannt, ich bin hier richtig. Dann, hier seht ihr links meinen Counter. Ne, seht ihr nicht, mein Gesicht ist da drüber. Aber links ist theoretisch ein Counter. Und am Ende wird ein Score gekept und dann könnt ihr aufs Leaderboard kommen, wenn ihr gut wart. Oh, hier geht's hoch. Oh, das ist fun. Okay, ich bin großer Fan von der Obby. Die ist sehr, sehr fancy gemacht. Ich bin nur über... Ah, hier hinten. Jedes Mal, wenn diese Platten kommen, denke ich mir, ich habe mich verrannt. Okay, hier geht's lang. Die Obby ist übrigens inspiriert von der Arcade Hero Line. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen Coins sammeln. Es kann so nicht weitergehen. Irgendwie krieg ja sogar ich Coins. Also, es ist wirklich nicht so schwierig. Okay, warte mal. Es kann nicht so schwer sein. Tschup. Alles klar. Einmal on board. Dann versuchen wir jetzt hier an der Stelle nochmal unser Glück. Hier sind wir letztes Mal gestorben. Hier geht's hoch. Zack. Ups. Hier geht's hoch. Diesmal zack. Ohne Ups. Und gleich kommt die Plattform angefahren. Das sieht so fancy aus, oder? Also ich muss sagen, ich bin normalerweise kein großer Obby-Fan. Aber die ist tatsächlich machbar. Und
man weiß auch, wo man hinspringen soll. Weil das ist irgendwie oft mein Problem in Obbys. Irgendwie haben die oft diese Schrägen und dann bin ich lost. Und dann keine Ahnung, es geht immer. Oh nein, bleib zurück, komm wieder her. Ah, nein, da sollte ich jetzt noch nicht drauf. Oh, das wäre knapp gewesen, sonst wäre ich schön in die Balken rein. 2 Minuten 40 sind wir schon. Mann, bin ich froh, dass meine Facecam den Score überdeckt. Das wäre ja anders peinlich. Dafür können wir appreciaten, wie hübsch. Oh mein Gott! Aber kein Problem, denn für weitere Obby-Versager wie mich, ja, falls ihr euch denkt, ich habe keine Lust mehr auf die Obby, ich falle immer nur runter. Was unwahrscheinlich ist, wenn ihr auch nur ansatzweise besser spielen könnt als ich. Dann gibt's hier nämlich das coole Racing-Game. Und zwar kann man mit dem Dance Machine Car, was wir hier auch sehen, was ihr auch schon kennt, weil ich das schon mal in einem Video gezeigt habe, aber hier nochmal eingeblendet, können wir in das Racing Game und können da Auto fahren und racen, was super cool ist. Hier gibt es auch ein Leaderboard, wir können auch Coins sammeln, um Items zu kaufen. Das Spiel ist super, weil man überall Coins verdienen kann und das komplett kostenlos ist und man dann theoretisch kein Geld ausgeben muss oder keine Robux, um eine super spaßige Zeit zu haben. Und während ihr das Spiel spielt, ja, während wir hier cruisen gleich, achtet mal auf die Plakate an den Seiten, weil da gibt es immer neue Teaser für neue Sachen im Spiel, die vielleicht bald kommen. Und deswegen will ich da jetzt mal, hier haben wir zum Beispiel ins Oh, das ist der LOL Day. Oh, genau, der wurde hier angezeigt. Okay, hier, das war, ich nehme nämlich vor auf, deswegen ist eigentlich noch gar nicht der 7.7. Haha, aber für euch ist schon der 7.7., von daher ist das jetzt tatsächlich schon existent. Aber da gibt es bestimmt noch viele neue coole Sachen. Oh nein, jetzt habe ich meine Zeit verschockt. Nein, was haben wir hier? Wir können nicht gucken. Ah! Oh, das sind die neuen Puppen. Okay, weiter geht's. Cruisen. Ich bin froh, dass ich alleine spiele, weil sonst wäre ich Vierte. Wir können nicht mehr auf die Plakate achten. Es tut mir leid, Jungs und Mädchen. Wir müssen uns hier konzentrieren. Es ist ein ernstzunehmendes Spiel. Oh, warte, Coin oder Speed-Up? Gar nichts. Okay, alles klar. Kann man ja auch mal machen. Wieder gar nichts. Okay, alles ist okay. Ist okay, ich will auch gar keine Coins. Ich hasse Coins. Ja, gar nicht vorgehabt, die zu sammeln. Wir brauchen schon Coins. Ich nicht. Oh, die erst recht nicht. Oh nein. Warum bin ich so schlecht? Ah, das Schlimmste ist, ich habe das schon mal gespielt. Das Schlimmste ist, dass ich eine Instagram-Story hier drüber gemacht habe. Und dafür einige Runden, den Track gefahren bin. Aber das ändert nichts. Das ändert ganz und gar nichts. Hier, die Coins nehmen wir. Die nehmen wir mit. 4 haben wir schon. Juhu. 4 ganze Coins. Ah, no. Okay, es rennt. Wir haben noch eine Runde vor uns. Dann gucken wir mal, ob wir auf das Podium kommen. Da ich der einzige Fahrer bin, predikte ich mal ja. Aber falls ihr das mit euren Freunden spielt, ist das super fun, weil dann könnt ihr alle gleichzeitig in die Lobby gehen und könnt zusammen racen. Und dann könnt ihr schauen, wer von euch es aufs Treppchen schafft und wer vielleicht eher abstinkt, so wie ich hier gerade. Okay, und das ist das Ende von unserer dritten Runde. Wir sind Erster. Ich weiß, die Überraschung ist groß. Das ist super süß, dass man auf dieses kleine Podium kommt. Und wir sehen, oh, Lap 2 und 3 habe ich jeweils 41 Sekunden gebraucht. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne versuchen, meine Zeit zu knacken. 41 Sekunden, scheinbar kriege ich es nicht besser hin. Aber schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es selber probiert habt, was eure Zeit war. Aber ich muss sagen, LOL. So, das war's auch schon, aber ich muss sagen, LOL Day ist super, super fun. Also, falls ihr auch Lust habt, dann unbedingt auf dem ersten Link in der Beschreibung vorbeischauen. Da ist das Spiel verlinkt. Und dann könnt ihr selber auch im Zelt euer neues Item abholen, was es komplett umsonst gibt. Und falls ihr die Puppen, die in dem Zelt waren und die getanzt haben, genauso süß fandet wie ich, habe ich euch auch noch einen Link zu den neuen Tween Dots reingepackt von LOL Surprise. Könnt ihr unbedingt mal auschecken, weil die sind adorable. Ich meine, ihr habt sie gesehen. Okay, das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten schreibt mir einen Kommentar mit euren Bestzeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.